Wir kriegen immer wieder Nachrichten wie zum Beispiel, wir haben einen Flüchtling gesehen, der hat ein Handy. Wie kann sowas sein? Die Leute verstehen nicht, dass die Flüchtlinge teilweise vor 2, 3 Wochen noch beispielsweise eine Zahnarztpraxis in Syrien hatten. Die wurden zusammengebombt und die Familienangehörigen sind teilweise ums Leben gekommen. Und jetzt sind die hier, haben ein Handy und die Leute regen sich drüber auf. Man hat den Eindruck, Flüchtlinge, die hier ankommen, kommen aus dem Urwald. Die können nicht lesen, nicht schreiben, die kommen hierher, um Verbrechen zu verüben. Aber dem ist nicht so. Es sind gebildete Leute wie du und ich.